So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir wollen mal wieder Eier brüten. Ich habe bestimmt schon ewig keine Eier mehr gebrütet, ich weiß nicht warum. Aber gerade in letzter Zeit hat die Shenaya so gut wie fast jedes alte Video kommentiert. Master Gossi auch, jedes alte Video, da waren immer Folgen dabei, 18 Eier, Volume 1 bis 23 und noch mehr. Da gab es damals die regionalen Pokémon, die erstmalig in Eier gepackt wurden, die ihr aus Geschenken bekommen konntet, aus den 7-Kilometer-Eiern, glaube ich. Jetzt hatte ich damals immer Platz gemacht, habe die Eier aufgenommen, habe 9 Stück ausgebrütet, bin los, habe nochmal 9 ausgebrütet, deswegen bin ich immer auf 18 gekommen. Manchmal gab es natürlich auch andere Eier, deswegen ging es da nicht ganz gut auf. Ich habe immer versucht, 18 Eier in eine Folge reinzupressen auf der Suche nach Tauros, Kangama, Pandimos und Porenda, die 4 regionalen eben, für die Kando-Region. Hab da eine riesige Statistik auch gemacht, wie oft kam das raus, was war am häufigsten drin, was ist noch drin gewesen, denn neben diesen waren ja auch Mauzi, Gala Mauzi, irgendwas, Gala, Alola. Irgendwas war auf jeden Fall noch drin. Das ist schon alles so ewig her. Ich habe selbst die ganzen Folgen nicht mehr geguckt. Davon war ich jetzt aber inspiriert, mal wieder rauszugehen und mal Eier zu brüten. Und ich glaube, mittlerweile sind die 10-Kilometer-Eier irgendwie die besten. Die ganze Zeit habe ich die 12-Kilometer gebrütet, weil die den meisten Staub geben. Aber da ist halt wirklich nur noch Mist drin. Ich war immer auf der Suche nach Garnoville. Garnoville habe ich jetzt so viele. Aber ich bin zurück heute. Möchte ich euch mal zeigen. Wir haben hier lauter 10-Kilometer-Eier. Das sind also 9 Stück plus trotzdem 3 12-Kilometer Eier noch dazu. Da werde ich jetzt überall hier Maschinen draufpacken. Ich habe nämlich in der Johto-Tour gegen Ende trotzdem zugeschlagen und habe mir ganz viele Brutmaschinen gekauft, die ich irgendwie alle nicht benutzen konnte für die 2-Kilometer Eier. Ich war auf der Suche nach Shiny Rabouts. Das gibt es ja wahrscheinlich nur aus dem 5er-Ei mittlerweile. Wir hauen jetzt hier die aber mal drauf und gucken mal. 6,7 Kilometer müssen wir dann laufen, dass wir die zum Brüten bekommen. Die 12er unten werden natürlich dann anders aufgehen. Die gehen also verzögert auf, verspätet, sagen wir mal. Hauen wir jetzt hier drauf. Noch 2 10er. So. Hier. Dort. Und das noch. Jetzt sind alle in den Maschinen drin. Ich muss gucken halt wirklich, dass bevor die aufgehen, ich vielleicht ein Sternstück mal anlege. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Wir haben 72 Sternstücke. Ich glaube, die waren da mit dabei in den Boxen, die ich letztens gekauft habe. Wir ziehen mal los, wir brüten die mal aus, mal gucken, ob was Cooles dabei ist. Riolu? Oder gibt es Riolu nur aus den 10 Kilometer Eiern, die man aus der Wochenendbelohnung kriegt? Ich habe gar keine Ahnung, was überhaupt momentan in den 10ern drin ist. Ob da überhaupt was Sinnvolles ist. Milza kann, glaube ich, rauskommen. Vielleicht Milza-Bonbons sammeln. Wenn man Glück hat, ist Milza wahrscheinlich das Highlight. So, a walk in the park, mal wieder, und die ersten Eier gehen auch auf. 8 Eier sind bereit zum Schlüpfen, das sind jetzt die ganzen 10er. Eins fehlt, ich glaube, das mit der unendlichen Brutmaschine dürfte noch fehlen, das ist da noch nicht dabei, die anderen sind halt jetzt alle fertig. Jetzt muss ich schnell noch ein Sternstück anmachen und jetzt stellen wir uns einfach mal kurz hier an die Laterne, nennen wir es einfach mal Laterne und gucken mal, was da drin ist. Das passt, hier ist nämlich auch Schatten. Drücken also mal drauf. Wir werden dann auch gleich gucken, auch wie viel Staub es gibt. Und wir haben im ersten Ei ein Milzer. Was habe ich gesagt? 2400 Staub. Das ist aber nicht viel. Ein Wuffels. Ich habe bisher noch keinen einzigen Wuffels-Raid gemacht. Jetzt 16 Bonbons bekommen, die brauche ich auf jeden Fall. Weil ich ja noch ein Wuffels. Nochmal 32 Bonbons dazu, das heißt, ich kann schon eins entwickeln. Ich habe mir nur ein Shiny rübergetauscht, sonst nichts. FM noch dabei, ist auch selten, braucht man immer mal. Da noch ein gutes, ne? Ich habe zwar schon 100er, aber egal. Da noch ein gutes, Marmolita brauchst du nicht, geh doch weg mit Marmolita. Dann hier 3100 Staub. Ich habe schon so ewig nicht mehr gebrütet. Ist 3-1 gut? Gibt es mehr? Gibt es noch mehr? Wuffels nochmal dabei? 4800. 32, da fliegen die Teile rein. Flampion, ja, mit 18 Bonbons, 2700 Staub. Dann haben wir, was haben wir noch? Noch ein Flampion,
ich muss mich gleich bewegen, muss die 13 Kilometer Eier müssen noch rausfliegen. Das war das Erste, wir bewerten mal ganz kurz. Geht? Schlecht? 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 15 Angriff? Schlecht? Das ist irgendwie das Beste von allen, aber trotzdem. Wie viel habe ich jetzt Bonbons hier bei Wuffels? 96 Wuffels Bonbons. Das ist brutal. Wie gesagt, ich habe wirklich nur Wuffels gebrütet. Ach, ich habe wirklich nur... Ich habe keinen einzigen... Reiß dich doch jetzt. Ich habe keinen einzigen Wuffels Raid gemacht. Ich habe mir den kleinen Wuffels Raids gemacht, habe mir die rübergetauscht. Wenn ich ein Shiny hatte, das heißt, ich habe den Pokédex-Eintrag mit dem Shiny bekommen für 40.000 Staub und habe mir ein zweites Shiny rübergetauscht, das ich geradet habe mit dem Kleinen. Der Große hat also keine Bonbons zu entwickeln gehabt. Jetzt brütet er auf einmal welche, sodass ich doch entwickeln kann. Was wichtig ist, ich habe jetzt hier noch 24 Minuten Zeit, muss mich noch bewegen, denn es schlüpft gleich noch ein 10-Kilometer-Ei und unten gehen dann nochmal die drei 12 Kilometer Eier auf. Mal gucken, vielleicht ein 100er Gano will. Wäre auf jeden Fall noch fett. Meld mich gleich zurück, wenn das nächste Ding aufgeht. Da ist das nächste 10 Kilometer Ei, was aufgeht. Vorne kommt einer mit Maschinengewehr entgegen. Nein, das ist eine Hundeleine. Jetzt hat er sich auf die Bank gesetzt. Toll. Ich bin gleich hier an der Brücke. An der Brücke der Technik geht auch noch ein Fünfer auf. Aber da ist Kaburiki noch drin. Das will eh keiner machen. Da brauche ich den auch nicht posten. Und das ist Marmolita. Das möchte ich auch nicht. 4800 Staub. Das funktioniert aber. Das ist wieder schlecht. Wir haben immer noch unsere Eier. Die 12 Kilometer Eier, die brauchen noch genau einen Kilometer. Das heißt, theoretisch, wenn ich einmal um den Park laufe und hier wieder ankomme, müssten die auch aufgehen. Probieren wir es mal aus. Und dann schnell wieder heim. Muss nämlich 15 Uhr dann gleich wieder streamen. Und es ist kurz vor 14 Uhr. Und da sitzt ein fettes Hariyama. Dass ich das noch erleben darf. Mit 906 WP. Alles klar. So, da sind wir theoretisch fertig. Die letzten drei Eier gehen gleich auf. Ich laufe jetzt mal hier zum Parkplatz, suche mir was zum Setzen. Das sieht doch gut aus. Ganz für sich, allein. Ah, setzen wir uns mal kurz hin, öffnen die drei 12 Kilometer Eier, die eigentlich den meisten Staub geben müssten. Gucken mal, ob da noch was Interessantes drin ist. Und wir haben ein Lavita. Ja gut, brauche ich jetzt eigentlich keine Bonbons. 4800 Staub. Das ist in Ordnung. Ein Galagladi. Für einen 100er vielleicht. 8200 Staub. Okay, ich nehme alles zurück. Richtig brutal, richtig fett. Und ein Pampam. Letztens auch jemand gesagt, bei 9600 Staub. Letztens auch einer gesagt, Ramses, zieh doch mal einen Pampam irgendwie auf Level 50. Ich habe gesagt, ich habe doch keine XL-Bonbons davon. Ich habe damals mal ein paar gemacht in Raids. Ich habe 211 XL. Ja gut, selbst wenn ich 296 hätte, würde ich aber keins hochziehen, weil ich maxe ja nur 100er. Stellt euch vor, ihr maxt dieses Pampam. Und dann eine Woche später kriegt ihr ein 100er aus dem Ei und ihr habt keine XL-Bonbons mehr. Wäre also Quatsch, machen wir also nicht. Aber das gab auf jeden Fall Fettstaub hier. Gladiantri, was habe ich gesagt? Nix, gut. Und Lavita, das heißt, alle sind durch. Ich fand es sehr cool, dass das Milzer am Anfang kam. Für XL-Bonbons auch ein bisschen. Obwohl ich denke, dass Milzer eh irgendwann mal einen Z-Day bekommt. Und ansonsten, Wuffels ist ja neu. Ich habe keine Raids gemacht. Ich kriege jetzt Bonbons aus den Eiern. Ich glaube, ich werde wieder warten, bis ich wieder 9-10 Kilometer Eier habe. Werde die dann jetzt regelmäßig mal ausbrüten, damit meine Brutmaschinen verbraucht werden. Und wenn das nächste Event kommt, Oster-Event, Shiny Rabauts, und andere Shinies vielleicht. Schauen wir mal, was uns erwartet. Rabauts muss auf jeden Fall auch noch her. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Was habt ihr zuletzt gebrütet? Was war euer Highlight zuletzt aus den Eiern? Schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.